wahrscheinlich wissen, ist, in Deutschland gibt es schon vielmals die Eurozone. Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, das mal in Heimgart. Ein bisschen darum, Thema Auto, Thema ökologisch und so weiter. Und genau, fangen wir erst mit dem ersten Thema an. Und zwar, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, ist in Deutschland gibt es schon vielmals die Eurozone. Und die dieselfreie Städte und hast du sie nicht gesehen. Und da können wir in der Schweiz echt noch froh sein, dass es so etwas bis jetzt gar noch nicht gibt. Das Schlimmste, was ich schon gehört habe, ist, dass ganze Pass sogar autofrei bzw. wahrscheinlich dieselfrei. Ich weiss es da nicht genau, was das Problem ist. Ob es komplett autofrei ist oder Euro, blablabla, bla bla, dürfen nicht mehr, es keine Oldtimer mehr fahren oder so. Weiss ich nicht genau. Aber da hoffe ich, dass, falls es mal so weit kommt, zur Abstimmung kommt, dass wir genug viel. So, jetzt gehen wir auf Hünicke. Dass wir genug viel. Gegenstimmen haben, genug krasse Parteien, die dagegen sind. So. Hoffe ich dann, wenn es wirklich mal so weit kommt in der Schweiz. Genau, ja. Weil ich finde einfach. Entschuldigung, was zum Beispiel jetzt. Ich meine, es gibt zwar viele Leute, die in der Stadt wohnen, die kein Auto haben. Weil man einfach gute Verbindung hat in der Stadt selber. So. Aber. Entschuldigung, wenn einer, was soll einer machen, der jetzt einen Diesel hat? Und das ist jetzt einfach die Stadt. Also ich meine, das ist nicht von einem Tag auf den anderen. Aber trotzdem ist es einfach die Stadt dieselfrei. Und du hast einen Diesel als Auto. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da die eine oder andere Schwierigkeit gibt. Weil du nicht einfach schnell ein anderes Auto kannst kaufen. Und dieses Auto wird ja dann auch niemand mehr in dem Sinn. Also, ich finde es wirklich schwierig, so, wenn man so denkt, darum können wir echt noch froh sein, dass wir in der Schweiz ein bisschen bis jetzt noch nicht von diesen Problemen reden können. So, jetzt sind wir in Zürichen. So, jetzt gehen wir links Richtung Winti. Nein, aber eben wie gesagt, können wir echt noch froh sein, dass wir das noch nicht haben. So viel zu dem. Habe ich noch ein anderes Thema. Kann man heute ein paar kleine Themen nehmen. Zwar ist das Gesicht. Ich bin gestern meine Frontlippen vorführen von meinem Mazda MX-5 NB. Und ich habe sie leider selber, angeschoben, dass sie nicht so professionell können befestigen wie kein Lift, sondern ich musste unter liegen. Ich kann auch nicht auf Rampen nur fahren, weil ich dann nicht mehr runterkomme, wenn die Lippe dran ist. Und dann hat der Experte so gemeint, ist mega tief, ist das überhaupt erlaubt? Und da habe ich so gesagt, also er hat das so gefragt und da habe ich so gesagt, ja, gibt es da eine Mindesthöhe? Und der so, ja, wir müssen halt noch im normalen Straßenverkehr herumfahren. Aber hat mir keine Masse gesagt. Ich habe gedacht, vielleicht ist das irgendwie, keine Ahnung, mindestens 10 cm von der Straßenfreiheit oder so. Und da hat er gesagt, nein, jetzt müssen wir einfach über die Speedpumps reinkommen. Und dann bin ich dann übergefahren, links, wo im Straßenverkehrsamt Winterthur, wo Computer stehen, links auf der Seite, wo man reinkommt. Und habe ich dort angehalten, hat mit dem Spiegel geschaut, ob die Nummer, stimmt, ob die Chassisnummer stimmt und hat dann am Schluss noch. Oder am Anfang war das, hatte so eine Matte gehabt, wo am Anfang ist die Matte, kannst du dir vorstellen, am Anfang ist die Matte dünn und dann wird sie immer dicker, so wie eine Rampe. Hat er drunter gestoßen, um zu schauen, ob es geht, das hat geklappt. Und hat er mir gesagt, die ist halt voran am Sonntag, ist die halt ein bisschen abgehört und dann hat es mega gekratzt. Oder dann musste ich so müssen fahren. Und er dann so, jetzt gehen wir auf Embrach, Neftenbach. Und er dann so,
Ja, mir ist es ja egal, aber nicht, dass ich dann vor eben so langsam fahre. Wenn ich da über Speedbumps und so rein fahre. Und ja, es ist ein lustiger Experiment, das hatte ich schon mal gehabt. Ich bin ja schon viele Sachen gezeigt, schon viel im Straßenverkehr so gewesen. Und das war lustig gewesen, aber es ist halt zum Straßen. Ich wollte dich nicht anschießen, aber entweder hast du Glück oder hast gar kein Glück. Es kann auch sein, wie du auftrittst und ob du alles Material hast, was du brauchst. So, du alle Zertifikate hast und wie halt auch selber der Experte ist. So, oder? Ist halt ein bisschen. Ja. Ein bisschen speziell in dem Sinne. Und ja, vorne haben wir gerade noch so eine Art Motocross gesehen. Und ich habe jetzt heute den TÜV dieser gerade da zum Verkaufen. Also ich wollte jetzt nicht um jeden Preis verkaufen, ich wollte ihn jetzt nicht auf 100 Seiten ausschreiben und ins Rad aufhängen und so. Aber wenn jemand kauft, ist gut. Ohne dass ich Minus mache, also für den gleichen Preis, den ich verkaufe, wie ich ihn gekauft habe. Wenn niemand kauft, kauft niemand. Das ist ja geil, mit dem zu fahren, aber ich habe einfach so Gedanken gehabt. Und ja, dann würde ich mir eben so einen Motocross kaufen. Ich habe mir schon viel überlegt, so, soll ich überhaupt wieder einen TÜV kaufen oder das Geld nicht? Das Geld nicht, jetzt gehen wir da durch, Richtung Neft-Klimberg. Soll ich das Geld, soll ich nicht irgendwie den TÜV, gar keinen TÜV kaufen, nur zwischen den einen Mieten, um dass ich wenigstens da Prüfung schaffe, in dem Sinn, oder? Und dann, aber es kannst du einfach nicht vergleichen. Ich finde, TÜV-Fahrer und Autofahrer kannst du auch nicht vergleichen. TÜV-Fahrer hast einfach viel mehr Freiheit. Halt die Freiheit, die gefährlich kann sein, wenn du ab dem TÜV gehst, so. Oder auf Deutsch gesagt. Aber hast auch wirklich mehr Freiheit. Du kannst es wirklich nicht vergleichen. TÜV-Fahrer und Autofahrer. Aber ich habe gemeint, ob ich noch mehr Zeit soll in die Matze investieren und keinen TÜV mehr haben. So. Oder mehr, oder dass in Audi mal ein bisschen Geld wieder reinfließt. Aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich. Also, ich würde jetzt verkaufen. Wenn ich das Geld überkomme und ich den verkauft habe, wenn ich den gekauft habe, dann kann ich ziemlich sicher mir dann so einen alten. Weil eigentlich hätte ich gern hätte Interesse an einer KTM SMC R690, aber die neue. Es gibt da zwei Modelle, also mindestens zwei Modelle. 2011 ist die älter, oder bis 2011. Und die neue ist jetzt von dem Jahr. Aber die kostet halt Die kostet halt etwa, ich glaube, ab 12'000 Franken oder so, keine Ahnung, oder ab 10'000. Ist halt schon viel Geld für mich. Aber irgendeinen alten Kuppel mal kaufen. Muss mal schauen. Hätte ich irgendwie mega Lust dazu. Ja, jetzt habe ich gerade geschaut, ich bin jetzt von Henkert her, wo ich gefilmt habe, bis jetzt, wo wir dann schon zu Buch sind bald, nur 8 Minuten dran, mega kurz. Ich war schon so weit gefahren. Aber ich könnte mal gerne sagen, ob euch das gefallen hat, so ein bisschen ausserrot zu fahren, nicht immer in der Stadt. Oder so verschiedene Themen zu haben. Ich finde es einfach in der Stadt wirklich schön, weil man da wirklich viel erlebt und viel passiert. So. Und ja, es unterhaltet schon nur die Sicht allein, unterhaltet dann schon mega, wenn man so viel sieht. Finde ich. Es gibt natürlich so, die finden das viel schöner, so wie ich jetzt fahre. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Euer Obscuro 94. Ciao.